Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Zelda The Wind Waker. Und die Post hat was für uns. Guten Abend, ich habe einen Brief für dich, Link. Hier ist der erste Brief. Dieser Brief ging per Nachname. Das macht 10 Rubine, ist Ihnen das recht? Ah, okay. Ich begrüße Sie ganz herzlich als VIP-Kunde bei uns. Vielen Dank, dass Sie immer bei uns Terry-Händlern einkaufen. Wir haben nicht wirklich eine Wahl, glaube ich. Auf Ihrem Punktekonto sind 30 Punkte zusammengekommen, sodass wir uns erlauben, Sie mit dem heutigen Tag zu einem VIP-Kunden zu machen. Jeder unserer VIP-Kunde erhält als besonderes Bonus einen Laudatio-Schein, der in allen landesweiten Filialen gültig ist. Bitte lösen Sie ihn bei einem Terry-Händler in Ihrer Nähe ein. Ich hoffe, Sie auch weiterhin als treuen Terry-Kunden begrüßen zu dürfen. Terry. Juhu, du hast den Laudatio-Schein erhalten. Dir ist nicht ganz klar, was es mit diesem Schreiben genau auf sich hat, aber man soll das bei einem Terry-Händler vorzeigen. Tja, das ist ziemlich witzig. Du verwahrst ihn erstmal in deiner Posttasche auf. Witzig, werde ich später zeigen. Irgendwann. Bin mir nicht mehr sicher, ob es auch das ist, was ich denke. Und dann sollte ich noch etwas warten mit dem Zeigen. Boah, ein Split, so weit kann man also. Aber das ist ja unglaublich. Ja. Und zwar muss ich den Wind in folgende Richtung drehen. So war es, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Dann können wir hier ein schönes Minispiel machen. Ja, hier bist du richtig, wenn du dich den Herausforderungen der Lüfte stellen willst. Willkommen beim Vogelmann-Wettstreit. Mit welchen Mitteln und Hilfsmitteln du fliegst, interessiert uns nicht. Hauptsache, du fliegst. Uns interessiert nur, wie weit du es durch die Luft schaffst, bevor du ins Meer plumpst. Die Stelle der bisherigen Bestmarke, die der legendäre Champion aufgestellt hat, haben wir mit einem Zieltor markiert. Sollte es dir tatsächlich gelingen, dieses zu durchfliegen, darfst du dich als einen neuen Champion betiteln. Die Teilnahmegebühr beträgt erschwingliche 10 Rubine. I see what you did there. Bin schon in der Luft. Wundervoll. Dann bla. Ach übrigens, an deinem Rücken kann ich aber weder Flügel noch sonst irgendwelche Flugunterstützendes erkennen. Aber sicherlich hast du irgendein geniales Hilfsmittel, das dir ermöglicht zu fliegen. Okay. Haben wir. I might happen to have something to fly. Sammy gegrüßt, ehrbare Herausforderer. Siehst du das Zieltor dort hinten in der Ferne? Es markiert den Rekordflug des legendären Champions. Wer ihn schlägt will, muss es durchfliegen. Okay. Verstanden. Magie. Oh, wir brauchen die Magieaufwertung. So dringend, so langsam. Ich glaube, es ist trotzdem möglich. Ich weiß nicht, ob es einen Trick gibt, wie man länger fliegen kann, aber... Könnte sogar sein, dass wir erst die Erweiterung brauchen. Wir können leider in der Luft sonst nichts einsetzen. Also da gibt es kein... Irgendwie... Zumindest mir bekannt ist kein Glitch, mit dem man in der Luft Magietränke einsetzen kann. Aber wir haben ja eh keine. Also ist egal. Wir müssen... So... Einfach immer in die Wirbelstürme fliegen. Dann kommen wir auch relativ weit... Dreh dich um, bitte. Dreh dich um. Schup. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die Magieerweiterung, sonst kommen wir da nicht sehr weit. Oh ja. Nicht mal ansatzweise. Verdammt. Ich dachte, das wird schon so gehen. Und los. Wow, wie alles eingefroren ist. Das sieht so cool aus. Deine Flugweite beträgt 115 Meter. 115 Meter werden registriert. Okay. Registered. 115 Meter? Ja, diese Entfernung schaffen wohl so die meisten. Übrigens, wenn du in eine aufsteigende Luftströmung fliegst, lässt sich der Auftrieb gut an Höhe gewinnen, was sich am Ende wieder an Entfernung rechnet. Ah, shit. Okay. Wir kommen hier wohl noch nicht weit. Na gut, was soll's. Wir haben eh noch genug zu tun. Einmal kurz nach Süden noch. Da haben wir beinahe die ganze Karte aufgedeckt. Huhu. Ich glaube, das habe ich in einem normalen Run-Through noch nie gemacht. Da habe ich mich meistens nicht wirklich um die Karten gekümmert und habe mir einfach gemerkt, wo die Inseln sind. War natürlich doof, weil man verpasst Tipps und alles. Also würde ich niemandem raten. Ja. Schätze,
Möchten wir natürlich heben. Bronzchlor. Da hinten ist aber erstmal ein Piratenschiff. Waren wir da schon drauf? Hello, Pirate Ship. In the middle of the Mir. Auf dem Mir? Was? Auf der Ocean, Venture Danger. Also Meer und Englisch. Okay. Kein Licht. Oh nein. I knew something would happen. Okay. Ah, shit. Au. Nein. Okay, einmal. Shit. Oh, oh. Leider keine Magie, um irgendwas zu machen. Oh shit. Wow. Na, shit. Ich kann gerade nichts anderes sagen, also shit. Das ist ein bisschen langweiliges Commentary, aber hey, das ist gerade schwer. Schade. Bam. Na, nice. Das haben wir schon mal. Okay. Das klingt schon mal ganz gut. Juhu. Nice. Was ist hier wohl drin? Das war etwas knapp. Ich hasse diese Magie. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. I hate it. Du hast die Wachpostenkarten gefunden. Damit kannst du die Position aller Wachposten, die sich auf dem See befinden. Sieh mit Hilfe. Oh, das ist cool. Da gibt's auch immer ein paar Rubine, glaube ich. Also definitiv nice. So. An sich. Oh, ich liebe das Knarzen. Die Atmosphäre des Spiels passt einfach. Ihr lasst mich bitte in Ruhe. Ich hasse euch, Creepy Tyler. Creepy Tyler. Schupp. Sehr schön. Schatz. Ich hab dich nicht vergessen. Anhalten. So. Stimmt, ich kann das sofort anhalten, indem ich den Greifhaken rausziehe. Wow, wie ich meine eigenen Tipps nicht beachte. Das ist mal wieder genial. Was ist hier drinnen? Bam. Ein violetter Rubin. 50. Juhu. So langsam kommen wir es zusammen. Mann, ich möchte ja keinen 100% Run machen, aber ich glaube, ich bin ganz gut dabei. Eigentlich so. Für einen 100% Run braucht man eigentlich noch alle Bilder mit dieser Kamera da. Aber die Fotobox, die wir hier haben, ist im Moment nur schwarz-weiß, glaube ich. Doch, müsste eigentlich. Man kann aber mittlerweile schon die Farbbox bekommen. Ich weiß aber nicht, wie. Es soll eine Möglichkeit geben. Also ich habe es bei jemandem gesehen, bei einem Speedrunner. Cosmos Speedruns, falls ihr ihn kennt. Cooler Typ. Macht verdammt coole Speedruns. Und auch ein bisschen Commentary dazu. Was ja wenige Speedrunner machen. Verstehe ich nicht. Wow, da hinten ist ein Riesenschatz. Riesenschatz oder Fisch? Erst Fisch. Dann Riesenschatz. Hallo. Habe ich gerade gleichzeitig den Haken und... Wow. Ups. Hab gerade alle Tasten gleichzeitig gedrückt. Ah, cool. Na gut, das kann man ja sowieso rausfahren. Also das war jetzt nichts Besonderes.
Schupp. Wupp, wupp. Juhu, Isla Orion. Wer sich bei rechtsbündigem Halbmond in diesen Gewässern hier wagt, der wird das noch bitter bereuen. Nach dem Schrecken fürs Leben wäre es kein Wunder, wenn der Betreffende darauf nicht mal mehr nachts alleine auf die Toilette gehen kann. Das wär's zu weit von mir. Ah, das Schiff, das Schiff. Okay, erstmal hier entlang. Nähern wir uns mal langsam diesem Riesen. Oh, fuck. Das ist noch weit weg. Passt das? Nein, beinahe. Au. Lass mich bitte in Ruhe. Au. Oh Mann, okay, da muss ich halt noch den Bogen ausrichten. So. Hier ist es. Ah, lass mich in Ruhe. Wo bist du? Oh. Ah, die machen mich ganz fussig. Ah, shit. Okay, die sind schon wieder weg. Das reicht. Nein, das ist falsch. Hier. Ist es? Wie kann ich auf die andere Seite? Ah. Muss ich mich entdrehen. So. Passt das? Ja, das passt. Sehr nice, sehr nice. Juhu. Juhu. Ein silberner Rubin. 200 grüne Rubine. Okay. Ansonsten, was gibt's denn hier sonst noch? Sieht ja nicht besonders. Ja. Wie sagt man so schön? Komplex aus, die Insel. Oh Mann. Fliegende Ziele zu treffen ist fast unmöglich in diesem Spiel. Würde ich jetzt mal so behaupten. Egal, wir probieren mal kurz die Möwenfrucht aus. Ansonsten wüsste ich nicht, wofür diese Insel da ist. Natürlich als erstes hier. Nichts. Ist es wirklich nichts hier? Hm. Wie weit kann man eigentlich mit der Möwe fliegen, frage ich mich gerade. Einfach ein bisschen hoch und runter fliegen, dann soll das schon gehen. Aber es sieht mir tatsächlich aus, als ob man hier nichts findet. Das ist natürlich enttäuschend irgendwie. Das ist die einzige, glaube ich, Insel, die keinen Sinn hat, außer ein paar Greifen zu beherbergen. Wow. Na gut. Zurück bitte. Danke. Okay. Damit einfach mal wieder zwei nach oben. Lass mal wieder den Stab ausrichten. Da hinten ist ein Wachposten. Egal. Zurück nach Norden. Wo uns der Wind hinträgt. Wind Waker. Schupp. Ich haue hier ab. Die Insel ist nutzlos. Was sehr komisch ist, weil das eine der wenigen Inseln ist, die nutzlos ist. Egal. Come on. Action. Also, es gibt offenbar mehrere von diesen Riesen, Tentakel, Oktopus, keine Ahnung, was für... Das mit den vielen Augen, wo man Bomben drauf schießen musste. Oder vielleicht hätten es auch Pfeile getan, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es davon mehrere. Ziemlich cool, ich weiß nicht, ob jedes davon ein Herzteil fallen lässt. Vielleicht lässt doch eins einfach ein Glas fallen oder so, eine Flasche. Könnte auch sehr gut sein. Huhu. Und wir sind wieder bei unserer Flugstunde.
Oh, ich liebe das, wie sich die Wolken bewegen. Ich meine, das sind keine, leider keine voluminösen Wolken. Also, wow. Mein Sprachzentrum lässt gerade nach, sorry. Das ist einfach nur eine Textur, aber trotzdem. Nein, du entkommst mir nicht, du Schatz. Schup. Hier. Stop right there. Verdammt. Ich muss ein paar Schritte zurück. So. Das soll jetzt aber klappen. Ja, perfekt. Wieder 50 Rubine. Wieder 50 Rubine. Das war tief.